In diesem Video werden wir über ein unsagbar interessantes Thema sprechen, nämlich kann man und wie kann man eine möglichst schmerzfreie Geburt aktiv mitgestalten über das Gehirn, über Hormonausschüttung, so wie das Mutter Natur vorgesehen hat, Jasmin. Da zweifeln wir beide überhaupt nichts mehr daran. Und wir wollen auch dahin führen, wie das Naturvölker gestalten können und warum das in unserer Kultur komplett anders ist. Der erste, der überhaupt über Geburtsvorbereitung geschrieben hat, ist der Dr. Grandly Dick Read. Das Buch hier ist vergriffen, das ist 1942 veröffentlicht worden. Das ist einer meiner Lehrmeister, da bin ich abgrundtief hineingegangen. Ich weiß nicht, ob du das Buch vielleicht auch schon in den Händen hieltest, liebe Jasmin, aber der Dr. Grandly Dick Read sagt: Gebären kann man lernen. Dann kann man es schöner, schneller und einfacher gestalten. Was hältst du davon und wie kann man das aktiv beeinflussen? Absolut. Es gibt da zwei entscheidende Aspekte, die ich mitteilen möchte. Das erste, das Wichtigste, ich erwarte keine Schmerzen mehr. Ich weiß, dass eine normale Geburt anstrengend ist, aber auch schmerzarm. Natürlich spüre ich die Muskelkontraktion. Ich fühle, wie das Baby sich durch mich hindurch bewegt. Aber wer sagt, dass das schmerzhaft sein muss? Das ist ein Glaubenssatz, der sich hartnäckig in unserer Gesellschaft hält. Aber wir wissen von Naturvölkern, dass das überhaupt nicht normal ist. Eine normale Geburt dauert 2 bis 4 Stunden und ist schmerzarm. Das ist ein Fakt. Und der Dr. Reed, der schreibt 1942 in seinem Buch, ich lese das kurz vor: Jahrelang habe ich die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit der Menschwerdung bei Naturvölkern beobachtet. Daraus habe ich meine Lehre der natürlichen Geburt entwickelt. Einer Vorbereitung, die Müttern den Weg weist, ihre Kinder ohne Angst und nahezu ohne Beschwerden auf die Welt zu bringen. Das ist möglich, aber dieses Wissen gibt es in deutschen Geburtskliniken nicht mehr. Wir Ärzte, wir haben gelernt, dass Geburten schmerzhaft sein müssen. Das heißt, wenn dieser Arzt ins Geburtszimmer kommt, denkt er, ach, die arme Frau, wo die gleich durch muss. Wenn ein Naturarzt ins Geburtszimmer kommt, dann freut er sich, dass er gleich die Urkraft einer Frau erleben wird. Das ist ein mächtiges Erlebnis. Und er weiß, dass diese Frau anders gebären kann. Und dann verläuft die Geburt anders, weil er seine Erwartungen, seine Emotionen auf diese Frau überträgt. Und das ermächtigt die Frau, das unterstützt ihre Kraft. Und früher in den Naturvölkern war das so. Die Mädchen haben gesehen, wie ihre Mütter, wie ihre Tanten, wie ihre Cousinen geboren haben. Die haben gesehen, das ist ein Kraftakt, aber die Frau, die verschwindet da nicht unter Schmerzen und leidet, sondern es ist halt, es ist ein Prozess. Und sie haben gesehen, das ist okay, man kann da durchgehen. Und sie werden angeleitet von den Geburtsfrauen, die das begleiten. Und deshalb finde ich deine Community so toll, weil da hunderte von Frauen sind, die diese kurzen, schmerzhaft die kurzen und schmerzarmen Geburten hatten, ja, und die berichten davon. Und das sind Menschen, Frauen aus unserem Kulturkreis, ja, die sind nebenan gewesen. Und wenn die das geschafft haben, dann kann ich das auch. Das heißt, wenn ich das weiß, dann gehe ich ganz anders in diese Geburt rein. Ich erwarte etwas anderes. Und das, was ich erwarte, tritt ein. Das, was mein Partner erwartet, tritt ein. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, jede Frau kann sich in einen Bewusstseinszustand versetzen, indem ihr Gehirn Hormone ausschüttet, die Schmerzen lindern. Und ich nutze genau dieses Hormon bei meinen Schmerzpatienten. Das sind Menschen, die austherapiert sind, bei denen nichts mehr gegen die Schmerzen hilft. Und denen zeige ich, wie sie bewusst in ihrem Gehirn Oxytocin ausschütten. Oxytocin ist das Liebeshormon oder das Bindungshormon. Das wird massenhaft unter der Geburt und beim Stillen ausgeschüttet. Und vor kurzem hat die Schmerzforschung das tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Oxytocin Schmerzen auf 2 Ebenen lindern kann. Zum einen vermindert es die Schmerzwahrnehmung im Gehirn und es reduziert die Schmerzweiterleitung von der Peripherie zum Gehirn. Das heißt, das, was die Leute früher vor Hunderten von Jahren ganz normal wussten und genutzt haben, kann jetzt heute tatsächlich die Neurowissenschaft beweisen. Es gibt dort Rezeptoren in unserem Gehirn, an die das Oxytocin andockt. Und durch diese Auslöser, durch diese liebevolle Zuwendung des Partners wird Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, die Schmerzen, die werden schon im Ansatz gelindert. In dieser Harmonie, in dieser liebevollen Umgebung
kommt die Frau nicht mehr in die Stressschleife rein. Mhm. Und dann läuft die Geburt einfach ab. Und dann sagt die Frau, na, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht. Da waren gar keine Schmerzen. Mhm. Ja, weil der Partner sie mit Oxytocin geflutet hat. Und da tut er mehr als jede Intervention, als jedes Schmerzmittel tun kann. Das, was der Partner ihr geben kann an Schmerzlinderung, ist unglaublich mächtig. Und so können wir durch unsere Erwartung und durch die Art und Weise, wie wir das Oxytocin ausschütten können, die Geburt aktiv steuern und verändern und den Geburtsverlauf vorbestimmen. So dass es tatsächlich, wie Mutter Natur vorgesehen hat, auch zügig, einfach und sehr schmerzarm verlaufen kann. Du hast jetzt erwähnt, der Auslöser, den du jetzt vor allem hervorgeholt hast, war der Partner. Darüber machen wir noch ein separates Video sowieso. Was kann der Partner Gutes tun, damit eben dieses Oxytocin, Serotonin, all diese Endorphin-Ausschüttung, ich nenne es ein Glückshormon-Cocktail, produzieren kann? Das kann er nämlich ganz spezifisch. Aber unabhängig vom Partner wenden wir ja Auslöser an, die du in dir selber, unabhängig von einer äußeren Person, abrufen kannst. Und das ist ja das sanfte Geburt-Konzept, das 30 verschiedene Auslöser verknüpft mit Denken, mit Bildern, mit Duft, mit Berührung, mit der Atmung, mit verschiedenen anderen Strategien. Diese Auslöser zusammengefasst können diese Liebeshormonausschüttung produzieren. Ja, das ist von der neurowissenschaftlichen Sicht her eindeutig so. Je mehr, dass du ganz bei dir eingemietet bist, dich von nichts und niemandem aus dieser Mitte herausholst oder herausholen lässt, desto mehr hast du diese Glückshormonausschüttung. Richtig? Genau, und das Oxytocin wirkt absolut wie ein Schmerzmittel. Das setzt dort an den Rezeptoren an und verändert das Gehirn. Und das kann man selber aktiv steuern. Das ist doch wunderbar. Und genau das erforschen wir ja auch schon seit Monaten, die Jasmin und ich, in schwangeren Gruppen mit ihren Partnern zusammen. Da haben wir eine Studie daraus gemacht, eine Forschungsarbeit. Da kommen wir in einem anderen Video auch noch darauf zurück, wenn es dann um die inneren Bilder geht, ja, um die Vorstellungskraft. Also sehr interessante Ausführungen. Die Essenz, man kann aktiv viel, viel mehr dazu beisteuern, dass das Geburtserlebnis zauberhaft und wunderbar verläuft. Vielen herzlichen Dank, Jasmin, und bis zum nächsten Video.